Die Forschungsanlage CERN wird erneut verbessert. Die Forscher in schweizerischen Genf weiten jetzt einen neuen Beschleuniger ein. Diese Anlage mit dem Namen LILAC 4 ist ein Linearbeschleuniger, im Gegensatz also zu dem bekannten riesigen runden Beschleuniger des CERN. Die Teilchen, die dort endgültig beschleunigt werden, werden im LINAC erzeugt und vorbeschleunigt und fliegen dann in den großen Ring hinein. Das Schwierige sei es, in die Zukunft zu sehen, sagt der Projektleiter. Es dauere sehr lange, solche Anlagen zu entwerfen und zu bauen. Man müsse sicher gehen, dass sie dann auch noch nützlich seien. Bei LINAC 4 sei es so. And this is the case now for LINAC 4. You know, in physics, we need a lot of statistics. Mit der neuen Anlage bekomme man mehr Daten und damit eine bessere Qualität, sagt der Verantwortliche für die Beschleuniger am CERN. Das führe zu neuen Entdeckungen. With better quality, it will be a source of discovery for the future. An LINAC 4 wurde fast 10 Jahre lang gebaut. Die neue Anlage wird nun zunächst 2 Jahre lang getestet und dann an die anderen Beschleuniger angeschlossen. 2020 soll sie in Betrieb gehen.